Sie werden in Klozelkirchen als Orte für kommerzielle Zwecke verwenden und, um Profit zu machen. Dienstag 13. August 2013, 15 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, welcher Kummer wird von Katholiken und Christen auf der ganzen Welt empfunden werden, wenn sie sehen, wie ihre Kirchen und Gebetsstätten in Orte der Unterhaltung verwandelt werden? Viele Veranstaltungen werden in Kirchen abgehalten werden, wo mir Ehre erwiesen werden sollte, Veranstaltungen, welche aber meinen Namen beleidigen werden. Sie werden in Klozelkirchen als Orte für kommerzielle Zwecke verwenden und, um Profit zu machen. All diese Dinge sind dabei einzutreten, und diejenigen, die mich lieben, werden vor großem Kummer weinen. Wie diese bedauernswerten Seelen leiden werden, da sie sich mit solchen Gotteslästerungen werden herumschlagen müssen. Die Häresien, die ihnen aufgezwungen werden, werden bedeuten, dass solchen Seelen kaum Respekt gezeigt werden wird während der vielen Praktiken und Zeremonien, die Gott beleidigen. Da wird es Singen, Lachen und laute Stimmen geben, und man wird Geschichten vortragen, die nichts mit mir zu tun haben werden. Doch all diese abscheulichen Akte werden in meinen Kirchen und vor meinem Angesicht begangen werden. Meine Tochter, beachte jetzt mein Versprechen. Ich werde bis zu den Enden der Erde gehen, um jeden Sünder zu retten. Aber so verseucht werden Seelen werden, dass sie, unabhängig davon, was ich für sie tue, niemals meine Barmherzigkeit annehmen werden, selbst zum Zeitpunkt des Todes nicht, obwohl sie wissen werden, dass die Hölle auf sie wartet. Daher müsst ihr hinnehmen, dass Seelen für mich verloren sein werden, denn ihre Bosheit ist so tief eingewurzelt in ihren Seelen, dass kein Eingreifen sie von dem Tier trennen wird. Was ich euch sagen muss, ist Folgendes: Lasst nicht zu, dass jene, die vom Teufel verseucht sind, euch mir durch ihre Lügen wegnehmen. Wenn ihr Lügen akzeptiert, die euch von denjenigen diktiert werden, die mir keine Ehre erweisen, dann werdet ihr euren Glauben schwächen, selbst dann, wenn es nur eine einzige Lüge ist, in einem einzigen Aspekt in Bezug auf meine Lehren. Wenn ihr auch nur einem einzigen Verlangen nachgibt, welches darauf ausgelegt ist, dass ihr eure Interpretation von dem, was ich euch gesagt habe, ändern sollt, dann wird dies bedeuten, dass ihr dabei sein werdet, dem Teufel zu erlauben, euch mit noch mehr Zwang zu verführen, euch von mir abzuwenden. Haltet euch die Ohren zu, wenn die Gotteslästerungen aus dem Maul des Tieres hervorsprudeln. Akzeptiert rein gar nichts, was die Sakramente oder meine Lehren verraten wird. Schlagt eine andere Richtung ein und folgt mir, denn wenn all diese Dinge eintreten, wird es nur einen einzigen Weg geben, den ihr gehen könnt. Dies ist mein Weg, der Weg der Wahrheit. Nur die ganze Wahrheit ist annehmbar. Eine halbe Wahrheit bedeutet, dass sie eine Lüge wird. Euer Jesus.